Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und habe dann in Tübingen studiert. Dann bin nach der Doktorarbeit in die USA umgezogen, weil ich hier weitermachen wollte an einer anderen Uni. Und dann bin ich aus dem akademischen Kram ausgestiegen. Und tatsächlich war es für mich eine Intentional Community, die mich dann hier behalten hat in den USA. Das ist praktisch die Schuld der Community. Weil wir hatten damals überlegt, gehen wir nach Deutschland zurück und tun was, wofür ich ausgebildet war. Oder schmeißen wir das alles irgendwie hin und schauen, was wir stattdessen machen können. Und das, was wir stattdessen machen konnten, haben wir uns überlegt, schauen wir uns mal Co-Housing an und haben uns dann hier in eine Gemeinschaft verliebt, wo wir dann noch hingezogen sind, wir uns immer noch sind. Genau, das und die Gemeinschaft benutzt seit 2011, glaube ich, Soziokratie, vielleicht 2012, sowas um den Dreh. Das heißt, als ich dort ankam, war das gerade war das Ganze neu. Ich hatte also nur praktisch den Hinterherzustand gesehen und höre nur die Geschichten von davor. Die Community gibt es seit 1994, das heißt, sie hatten 18 Jahre ohne Soziokratie und jetzt 12, 13 Jahre mit Soziokratie. Irgendwie stimmt mein Rechnen gerade nicht, aber irgend sowas in der Art. Genau, dann so benutze ich praktisch Soziokratie, benutze ich praktisch in der Community und auch in der Arbeit natürlich. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, Sociocracy for All. 240 Leute, ungefähr 50 Kreise. Die meisten davon ehrenamtlich, aber ich bin hauptamtlich unterwegs. Ich war lange Zeit praktisch in der Leitung, bin jetzt nicht mehr in der Leitung. Was total nett ist übrigens, weil das ist so schön, dass man praktisch in einem soziokratischen System sich selber demoten kann, praktisch von der Geschäftsführung oder vom Executive Director praktisch abtreten kann und trotzdem noch dabei sein kann, ohne dass das irgendwie seltsam ist. Weil meine ED-Rolle, Executive Director-Rolle, war halt nur 7% meiner Stelle. Insofern, jetzt macht das halt einfach jemand anders. Ich habe auch ein neues Projekt, das ich hier erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht habe. Wiser Organizations, könnt ihr euch anschauen. Das ist was, wo mein Herz gerade dran hängt. Aber gerade ist es nur so ein Seitenprojekt. Sagt man das so? So ein Nebenprojekt, so heißt es. Genau, heute will ich sprechen und ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, das war so nicht angekündigt. Das war gestern praktisch eine Idee, was dazu zu machen. Ich habe in den letzten Jahren, hier, ich sage mal kurz hier mal offiziell meine Folie dazu. Also hier geht es um, nee, Moment, sorry, jetzt habe ich den Desktop geshared, das wollte ich nicht, ich will nur das Fenster. Good. Present. Was ich heute machen würde, ist, ich will euch ein bisschen den Kontext erzählen, praktisch das Modell, das ich benutze, um über Macht zu sprechen. Und dann vor allem werde ich ein paar Geschichten erzählen, weil die Geschichten sind immer das Witzigste an allem, finde ich. Und dann vor allem auch eure Geschichten hören. Es wird also am Ende so ein bisschen ein Hin und Her zwischen Geschichten und unseren Interpretierungen von Geschichten. Mehr oder weniger erst das Modell und dann praktisch damit spielen und schauen, was wir damit machen können. Nur ganz kurz, bevor ich weitermache, ich sehe euch nämlich nicht und das ist doof. Ah, jetzt sehe ich euch. Okay. Passt. Ihr seht das Machtgefälle Slide, oder? Ja, okay. Okay, also hier noch ein bisschen was über mich. Mein vorheriges Feld war Linguistik. War sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Dann hier, das ist so ein bisschen die Kreisstruktur von Sofa. Verschiedene Bücher geschrieben. Das ist mein letztes Buch hier, oder das vorige Buch vor dem aktuellen Buchprojekt, Collective Power. Da geht es viel um Macht, wie man denken kann, das ist der Titel, und wie praktisch Macht kollektiv gehalten werden kann. Und darum geht es hier auch jetzt in meinem Vortrag. Es gibt zwei Beispiele, die ich in Collective Power benutze, die ich hier jetzt einfach erzähle. Und zwar ist es alles nach echten Organisationen gemodelt, praktisch Sachen, die passiert sind und wo ich dann den Fall ein bisschen näher beschrieben habe im Buch. Aber ihr kriegt es jetzt hier, die Version. Also eine Organisation, mit der ich gesprochen habe, innerhalb der letzten paar Jahre, da kamen drei Leute zu mir und haben gemeint, ja, sie haben Probleme in der Organisation, ob sie mal mit mir sprechen können. Und dann habe ich mir deren Geschichte angehört und habe gemerkt, dass die so ein bisschen eine Bagel-Form haben. Praktisch eine Menge außenrum und nichts in der Mitte oder fast nichts in der Mitte. Und lass mich ein bisschen erzählen, was da so los war.
Die hatten, da hat praktisch der Gründer und CEO von der Firma, das waren 150 Leute, glaube ich, in Skandinavien, die hatten, der Gründer hatte sich überlegt, dass er gerne soziokratisch unterwegs sein wollen würde und hatte dann, die haben dann praktisch, oder Selbstorganisation generell, und dann haben sie praktisch Teams, Circles eingerichtet und alles wunderbar. Und dann gab es aber im Grunde nur praktisch so einen äußeren Ring sozusagen, oder je nachdem, wo oben und unten, außen oder innen ist, praktisch nur die Arbeitskreise auf dem untersten Level. Es gab kaum irgendeine Struktur darüber hinaus. Es war praktisch, wenn man sich so eine Struktur vorstellt, praktisch nur der untere Teil. Und die haben sich gewundert, warum das nicht funktioniert. Weil Selbstorganisation soll doch klappen. Und warum funktioniert das denn nicht, wenn einfach alles selbst organisiert ist? Und die haben sich dann zum Beispiel auch beschwert, dass, andere Richtung, dass praktisch all diese Kreise hier, dass die zwar die Arbeit gemacht kriegen in dem Unternehmen, aber was sie nicht hatten, ist jemanden, der sich um die Organisation praktisch auf dem Organisationslevel kümmert. Das gab es halt irgendwie einfach gar nicht, weil da keine Kreise waren. Das heißt, da konnte sich niemand drum kümmern. Und dann ist natürlich das passiert, was man sich zusammenreimen würde, sobald man das weiß, nämlich, dass man natürlich fragt, und das habe ich gemacht, wie werden denn bei euch Haushaltsentscheidungen getroffen? Wer entscheidet denn jetzt praktisch, wie wird das denn zugeordnet? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist tatsächlich noch ein bisschen hakelig. Ja, tatsächlich ist das noch nicht so ganz klar, wenn ich, okay, aber ihr seid ein operierendes Unternehmen. Wer trifft diese Entscheidungen? Ja, nee, das ist dann schon normalerweise noch der Gründer. Ah, okay. Das heißt, alles ist selbst organisiert, aber die wichtigen Entscheidungen werden noch vom Gründer getroffen. Wenn ich, okay, in welchem Kreis passiert das denn? Ja, da gibt es keinen Kreis. Okay, was lernen wir also von der Situation? Praktisch immer das gleiche Spiel. Man kann praktisch Selbstorganisation anwenden, aber wenn man nicht die Struktur baut, wo dann auch die anderen Entscheidungen auf den höheren Ebenen ge getroffen werden können, dann fällt man halt einfach wieder ins alte System zurück. Hier gibt es noch eine andere Geschichte. Ich war zu Besuch bei einer Co-Housing Community in Colorado. Und die haben mich eingeladen, gemeint, ja, wir haben ein Governance-Problem, irgendwie läuft das alles nicht, ob ich mal mit denen einen Abend verbringen könnte. Und die haben mir dann auch praktisch ein Zimmer angeboten, deswegen war das eine gute Idee. We'll give advice for room. Und dann bei diesem Abend haben sich viele Leute sehr beschwert, dass irgendwie alles nicht so ganz rund läuft und sie verstehen es nicht so ganz, weil sie sind ja alle nette Leute und wollen ja alle das Beste. Und dann stand eine Frau auf und meinte, ja, irgendwie in der Community ist sie wirklich sehr frustriert, weil sie ist schwerhörig und oft versteht sie, praktisch fühlt sie sich unwohl bei den Veranstaltungen, bei den gemeinsamen Essen und so weiter, weil sie halt nicht hört, weil praktisch alles zu laut ist. Und sie hat schon oft gesagt, dass es geändert werden soll, bei all diesen verschiedenen Gelegenheiten, aber irgendwie passiert halt nie was. Und dann hat sie folgenden Satz gesagt. Wenn ihr mich nicht mögt und es euch egal ist, dann sagt mir das voll einfach. Ist wichtig für später. Das Interessante daran war, dass ich in dem Moment gemerkt habe, wie tief die Probleme sind praktisch, weil dadurch, dass die praktisch, und die waren nicht soziokratisch, sondern was die gemacht haben, ist, die kamen einfach alle zusammen und haben praktisch Entscheidungen getroffen, irgendwie war es komplett unklar, wer was entscheidet. Viele Teams gab es oder gab es vielleicht auch nicht. Das hing davon ab, wen man fragt. Ja, und es gab praktisch für die Frau, die wollte, dass bei den Meals und auch bei allen anderen möglichen Gelegenheiten praktisch auf Schwerhörigkeit Rücksicht genommen wird. Da gab es kein Gegenstück. Sie konnte zu niemandem gehen, weil niemand es gab, der dafür zuständig war. Und es gab auch niemanden, der oder die den Ort schaffen konnte, der dann dafür zuständig gewesen wären. Das heißt, die waren komplett schachmatt. Was interessant war aber noch, war das Folgende. Als die Frau aufgestanden war und gesagt hat, ja, wenn ihr mich nicht mögt oder es euch egal ist, dann sagt mir es doch einfach. Die Reaktion darauf war interessant, weil die Reaktion darauf war, dass Leute sagen, ah nee, ich kann mit dir hier nächsten Dienstagnachmittags mal hinsetzen und mal schauen,
wie wir das Problem mit den Meals lösen können, mit dem Essen. Nee, es ist uns aber wirklich total wichtig, dass, nee, wir mögen dich alle und so weiter, ja. Aber was niemand gesehen hat, ist, dass sie ein strukturelles Problem haben. Und dass sich Dienstagnachmittag hinsetzen, nicht, dass es nicht ausreichen wird, um das strukturelle Problem zu lösen, dass niemand zuständig ist. Das heißt, für die war praktisch die ganze Community eine Ansammlung von netten Leuten, was ja auch schön ist, sehr wunderbar, nichts dagegen. Aber sie haben nicht gesehen, dass es praktisch über die die direkt zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es darüber hinaus noch was geben muss, was praktisch für die Institution ist. Und das haben sie schlicht, das war komplett unsichtbar für sie. Das heißt, in dem Fall habe ich ich habe den folgenden Rat gesagt, hier auf Deutsch klingt das nicht so schön, wie es auf Englisch klang. Das heißt, selbst wenn man sich gegenseitig mag und beste Intentionen hat, gleicht es nicht aus, dass man kein System hat, dass man keine Struktur hat und niemand zuständig ist. Auf Englisch, falls ihr euch fragt, habe ich ihnen gesagt, you cannot outlove your lack of governance. Was ich dazu sagen will, ist, hier, und das ist jetzt praktisch das Framework, das ich in Collective Power vorstelle, ist nichts wahnsinnig Neues, aber glaube ich ganz schön zusammengefasst. Praktisch, wenn man zwei Leute hat und die haben praktisch jeweils ihre Machtsphäre, würde ich jetzt mal sagen. Okay? Das heißt, die haben ihre Zuständigkeiten und was sie beeinflussen können und so weiter. Und wenn man jetzt eine Person hat, die praktisch übertritt, das heißt, die grüne Person hier, anstatt in dem weißen Bereich zu bleiben, praktisch, was sagt man das auf Deutsch? Moment. Praktisch beherrscht jetzt was innen drin in der Sphäre hier von der Person. Das heißt, das ist eine Überschreitung von Verantwortung. Auf Englisch Power Over. Das habe ich hier übersetzt mit überordnet. Das heißt, jemand ist plötzlich übergeordnet oder zumindest sieht sich also übergeordnet und übertritt praktisch die Zuständigkeit. Dann oder überschreitet die Zuständigkeit. Dann das Gegenteil ist auch der Fall und sehr, sehr, sehr häufig der Fall, dass Leute weniger Angst, weniger Macht ausspielen, als sie haben. Und beide sind ein großes Problem. Und vor allem ist das Problem, dass sie oft zusammen auftreten. Das heißt, wenn jemand überschreitet, gibt es andere Leute, die praktisch zurückfahren, anstatt dass sie sagen, nee, Moment, hier ist, wo unsere Sphäre anfängt und du bist gerade hier bei uns praktisch übergeschritten. Was wir also wollen, ist perfekte Selbstverantwortung praktisch, dass jeder genau weiß und genau das auch wirklich ausfüllt, was seins oder ihrs ist. Und da kann man nicht so viel hin und her diskutieren. Jetzt ist aber hier praktisch, das würde man auf Englisch, auf der englischen Slide, hier stand Power Within. Praktisch jeder weiß genau, was, jeder und jeder weiß genau, was in der Zuständigkeit ist und tut genau das. Das heißt, jeder füllt alle füllen ihren Kreis direkt aus. Das ist aber leider immer noch nicht genug. Selbst wenn alle Leute das machen, und das wird oft in Organisationen so verkauft, dass sagen, ja, wir sind ja alle irgendwie enlightened und mature und whatnot, und sagen praktisch, ja, wenn jeder praktisch sein eigenes Ding perfekt hält, dann ist ja alles gelöst. Und da bin ich komplett ein Verfechter, dass das zu kurz gedacht ist. Was wir brauchen, ist die Struktur, weil wir sind mehr als nur Individuen, die in irgendwelchen Beziehungen zueinander stehen. Das heißt, was wir brauchen, ist praktisch genau diese perfekte Passung. Nichts dagegen, aber wir brauchen noch eine zweite Sache, eine zweite Zutat. Die zweite Zutat ist Governance. Wir müssen verstehen, wie die Sachen, die ganzen Kreise und Domänen und was und alles, wie die zueinander sich verhalten. Und nur dann können wir Macht teilen. Und das kommt jetzt alles in Beispielen raus, aber ich will noch ein paar mehr Sachen sagen, nur dass wir hier wirklich in dem Thema bis wir ankommen. Und zwar eine Metapher, die wir oft benutzen für Macht, ist Wasser. Und das Interessante an Wasser ist, dass man praktisch einen guten Container braucht, um Wasser zu halten. Wenn es irgendwo was gibt, wo praktisch was rauslaufen kann, dann läuft es raus. Und genauso ist es mit Macht. Praktisch, was wir brauchen als Organisation, und das ist die Metapher, die ich euch anbiete, weil ich glaube, es ist
hilfreich, so darüber nachzudenken. Was wir machen in der Organisation ist, wir haben praktisch die ganze Macht, die ganze Autorität, praktisch die Domäne von allem, haben wir praktisch abstrakt irgendwo, aber dann müsste es praktisch verteilt werden in die Kreise. Genauso wie ein Bewässerungssystem praktisch Macht verteilt in die verschiedenen Kreise. Wir wollen praktisch nicht alle Macht auf einmal haben, weil alle Macht auf einmal wäre wie eine große Welle, die praktisch über alles rüberschwappt. Okay, das ist nicht hilfreich, wenn man einen Garten haben will. Aber kein Wasser zu haben, ist auch nicht hilfreich. Das heißt, was wir brauchen, ist, wir brauchen ein System, das all diese Macht nimmt, genauso wie ein Bewässerungssystem, uns in kleine Sachen aufteilt und genauso verteilt, dass jeder Bereich praktisch genauso viel hat, wie der Bereich braucht. Und dann kann alles gut wachsen. Und dieses Bewässerungssystem ist praktisch das Governance-System, in dem Fall in die Soziokratie. Wenn jetzt aber irgendwo hier ein Leck ist, dann läuft praktisch die Macht raus und dann ist es nicht mehr im System. Und dann hat man das Problem, dass entweder jemand das auffängt und dann Macht an sich reißt, sozusagen. Power over. Praktisch, man nimmt etwas, was nicht seins ist, das ist Power over. Oder das Leck ist da, niemand bemerkt es wirklich und wir haben einfach weniger zur Verfügung. Wir haben einfach weniger Wasser, weil ein Teil des Wassers einfach verloren geht. Power under. Das heißt, in diesen Momenten, was dann passiert, ist, dass niemand irgendwie was tut. Alle sind so ein bisschen verwirrt, was da jetzt gemacht werden könnte, aber niemand tut was, weil niemandem klar ist, wer jetzt wirklich was tun könnte. Sagt mir mal ganz kurz hier nur mit einem Gesichtsausdruck, ob ihr es soweit versteht, was mein Punkt ist hier. Ja, danke schön, Sonja. Okay, die Frage ist, wie kommt man da raus? Drei Sachen dazu und dann werde ich zu meinen Geschichten gehen, weil Geschichten sind mein Lieblingsding. Okay. Wie kommt man da raus? Also ein Implementierungskreis ist super, weil der Implementierungskreis kann dabei helfen, dass das alte System das neue legitimiert. Das heißt, wieder in dem Wasserbeispiel, man hat praktisch eine Art und Weise, diesen Container zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt haben wir das hier und jetzt machen wir was hier damit. Ja, aber diesen Transfer muss man irgendwie haben. Und aus meiner Sicht übrigens bin ich deswegen kein großer Fan von praktisch zu inkrementellen Ansätzen, weil oft unklar ist, wann der Transfer passiert ist. Und der Transfer passiert oder er passiert nicht. Da gibt es sehr wenig dazwischen und die Dazwischenformen sind nicht besonders hilfreich, weil es entweder dazu führt, dass Leute praktisch Macht nehmen, die nicht ihre ist, oder dass niemand handelt. Und das bedeutet, ja, die Macht muss praktisch im System gehalten werden und idealerweise ist es explizit aufgesetzt, wir wissen genau, wo die Macht gerade ist. Genauso wie man beim Wasser es machen würde. Hier ist es so praktisch wie ein Staffellauf. Und oft ist es so, zum Beispiel in dem Fall mit der Bagel-Organisation, wo der Gründer gesagt hat, ja, wir machen jetzt mal Teams und ich ziehe mich hier mal raus. Das heißt, das war so wie bei einem Staffellauf, wenn jemand das wie heißt das, Staffelholz nimmt und es halt einfach mal in die Menge schmeißt, aber niemand ist da, um es zu fangen. Und man hat niemanden benannt, der es fangen könnte und so weiter. Das heißt, jetzt fliegt da einfach ein Staffelholz rum. Genauso kommt das praktisch bei den Organisationen an. Das heißt, manchmal ist es so bei diesem Gründersymptom, dass es wirklich das Problem ist auf beiden Seiten. Es ist nicht immer so, dass der Gründer oder die Gründerin nicht loslassen will. Viel häufiger sehe ich, dass kein System da ist, wo sie die Macht hintransferieren können, weil einfach nichts da ist. Das ist wahrscheinlich auch deren Verantwortung, dass sie nichts geschaffen haben, aber man kann sich, ja, das ist oft auch eine geteilte Verantwortung. Das heißt, es ist die Person, die es was abgibt und die Personen, die was nehmen, sind praktisch gleichermaßen verantwortlich, dass der Transfer passiert. Das habe ich schon gesagt, aber hier ist nochmal ein nettes Bild dazu. Alle Lücken im System, und immer wieder sehe ich das in der Praxis, sobald eine Lücke ist, kommt das alte System plötzlich wieder rein. Wie ich gesagt habe, in dem Gründer, der immer noch alle finanziellen Entscheidungen trifft, plötzlich ist es wieder da. Man dachte, man hätte es ersetzt, aber wenn man nicht alles ersetzt, ist es nicht wirklich ersetzt. Und es kann alles Mögliche heißen. Das gibt es nicht nur in hierarchischen Systemen. Genau das Gleiche passiert auch zum Beispiel in Gemeinschaften,
wo man praktisch genau antihierarchisch ist, vor Soziokratie zumindest. Und zum Beispiel in meiner Community haben wir die Domäne, wie unsere Community heißt, praktisch entscheiden zu können, was der Name der Community ist. Die Domäne war nicht vergeben. Und dann, als wir beschlossen, oder dass viele Leute gesagt haben, wir sollten unseren Namen ändern, war komplett unklar, wer das wirklich tun könnte. Und dann mussten wir praktisch, haben wir händeringend praktisch einen Prozess zusammengebastelt, der das Ganze legitimieren würde. Das heißt, erstmal mussten wir entscheiden, wie wir entscheiden, wer das entscheidet. Und dann mussten wir praktisch die Gruppe kreieren und uns überlegen, wer jetzt zusammen entscheidet, wer jetzt in der Gruppe ist. Und dann praktisch wirklich stücklesweise aufeinander aufgebaut, sodass das dann anerkannt wurde, weil das war eine Menge Knatsch um die Entscheidung. Das heißt, die Tatsache, dass die Domäne nicht vergeben war, hat uns praktisch in Schwierigkeiten gebracht, weil dann alle Leute dachten, dass das alte dominante System von alle entscheiden zusammen jetzt hier angewandt werden würde, und dann wird es kompliziert. Weil man kann nur sehr schwer mit 70 Leuten entscheiden, wer entscheidet, was der Name ist. Was ich mache in Collective Power ist praktisch genau das Bewässerungssystem mit dem Bild praktisch. Ich benutze andere Bilder dort, aber praktisch genauso, dass man sagt, okay, wenn man wirklich von oben nach unten oder von unten nach oben, ist wurscht, kommt das Gleiche raus. Wenn man praktisch eine ununterbrochene Verbindung zwischen praktisch dem Bewässerungssystem oben und dann den Pflanzen sozusagen schaffen will, was sind all die Dinge, die man braucht? Und da ist Soziokratie so super, weil es praktisch fast alle, und es gibt ein paar Lücken, glaube ich, fast alle dieser Bestandteile, die man praktisch unterwegs braucht, sowieso schon drin hat. Rollen, Runden, hier, ihr seht, Konsent, praktisch all diese Sachen sind Hilfsinstrumente dafür, klarzustellen, was wie entschieden wird. Praktisch klare Domänen, Kreis, praktisch zu wissen, wer ein Mitglied im Kreis ist, wer Domänen ändern kann, wie Budgetentscheidungen getroffen werden, wer zum Beispiel das Ziel auf Organisationsebene ändern kann und wer entscheidet, was das Governance-System ist. Praktisch all das vom kleinsten bis zum größten. Wenn es nicht klar ist, wird es wahrscheinlich irgendwann problematisch. Okay. Jetzt Geschichten. Ich habe erstmal, ich habe nicht auf den Chat aufgepasst, Moment. Okay. Geschichten. Erstmal will ich hier mit euch praktisch das Modell ausprobieren und schauen, was ihr mit dem Modell macht. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, das sind alles wahre Geschichten. Und ihr sagt mir, wie ihr es interpretieren würdet. Hier ist die Geschichte, es war eine, wie beschreibe ich die Organisation, ohne sie zu nennen, eine Non-Profit-Organisation international. Und dieses Problem tauchte auf dem Koordinationskreis, wirklich General Circle, international. Und dort gab es Knatsch, weil die Leitungen, Delegierten von den anderen Kreisen nicht mochten, wen Nordamerika zu ihnen schickt. Das heißt, die Links von Nordamerika zu international haben denen nicht gepasst und die haben gesagt, wen schickt ihr uns denn da immer? Nur um euch zu zeigen, was ich hier von euch will, ist praktisch nachzudenken von, okay, wer spielt Power Over und wer spielt Power Under? Wer praktisch nimmt nicht die Macht wahr, die sie haben? Und wer überschreitet möglicherweise? Gibt es da Meinungen zu in der Geschichte? So ein bisschen unser Soziokratie-Quiz. Wenn jemand was dazu sagen will. Okay, die Links, jemand fragt es zu wiederholen. Also, ich bin so schlecht in den deutschen Begriffen. General Circle, Koordinierungskreis. Praktisch Delegierte und praktisch Leaders und Delegates. Und dann sagen praktisch die von praktisch viele Leute im General Circle sagten dann, ja, ihr schickt uns immer so schlechte Delegierte da von Nordamerika.
So können wir nicht arbeiten. Das passt ja alles nicht. Und ihr seid praktisch, das ist dran schuld, dass wir hier nicht vorankommen. Heinz. Naja, die könnten das ja so machen, dass die den Delegierten auch bestätigen müssen oder konsentieren müssen. Also, dass die ihre Macht wahrnehmen, die sie eigentlich haben könnten. Ironischerweise war das sogar im System, sie haben es bloß nicht gemacht. Luise. Für mich stellt sich die Frage, ob die Kriterien denn klar genug definiert werden, die so ein Delegierter oder eine Delegierte erfüllen muss. Und das könnte ja kommen aus dem General Circle, dass die sagen, das und das und das sind die Kriterien, solche Personen brauchen wir, weil mit denen können wir arbeiten. Schickt uns so jemanden. Und das kommt im Grunde, ich meine, Heinz und Luisa haben im Grunde sehr ähnliche Sachen gesagt, dass es praktisch die Verantwortung, die praktisch nicht ausgespielt oder nicht wahrgenommen wird, ist praktisch beim General Circle zu sagen, das ist eine Person, die Art und Weise oder die Kategorie Person brauchen wir mit den Charakteristiken. Und falls das nicht gewährleistet ist, bringen wir Einwände auf und sagen Nein zu der Person. Schickt uns jemand anders. Aber sich beschweren und sagen, das funktioniert nicht, das ist typisches Power under Behavior und nicht besonders hilfreich. Und dann kann man sich praktisch nicht beschweren, wenn es nicht funktioniert, wenn man praktisch die Macht nicht wahrnimmt. Und ich rede da absichtlich so viel drüber auch mit dem Power under, weil normalerweise, wenn Leute über Macht reden oder denken, gehen sie sofort zu dem Bild, dass jemand Macht hat und sie nicht abgibt. Aber in meiner Praxis ist vielleicht sogar häufiger das Problem das Gegenteil. Leute nehmen Macht nicht, die sie hätten und halten müssten. Okay, andere Frage. Ach, in einem Board, in einem Vorstand, wo ich bin. Ach, ja, die sagen, ja, praktisch am Ende des praktisch Checkout sagen sie, ja, wir fanden jetzt die Themen nicht so wichtig, über die wir heute gesprochen haben. Wir hätten das war doof geplant. Was sagt ihr dazu zu dem Soziokratie, Heinz? Mit Vorträgen hat sicher wer andere auch, aber natürlich müsste am Anfang die Agenda konzentrieren. Und wenn ihnen die Agenda nicht passt, dann sollen sie es sagen und nicht am Schluss erst. Ganz genau. Typisches Power-Over-Behavior wieder, praktisch. Ganz typisch. Sich beschweren und nicht Nein gesagt haben, ist praktisch das typische Problem. Das heißt, da, ja, das ist schwierig. Das heißt, es ist nicht immer die Schuld der Leute, die Sachen tun oder Sachen entscheiden. Manchmal ist es auch die Schuld auf der anderen Seite. Oder die Verantwortung, würde ich sagen. Okay. Jetzt kommen ein paar Gründungs- oder Gründergeschichten hier. Das war praktisch nur zum Warmlaufen. Erst eine gute Geschichte, die ich sehr, sehr nett fand. Zwei gute Geschichten tatsächlich. Praktisch von so wieder eine Non-Profit. Wie beschreibt man die? Internationaler Vorstand. Hier sitzt in den USA. Die Gründerin ist praktisch Teil von dem Vorstand und hat gesagt, sie will Macht abgeben. Und anstatt sich zu beschweren, hat sie mitgeholfen, Soziokratie einzuführen und praktisch die Macht angefangen zu verteilen. Und die Geschichte ist kurz, weil sie hat es im Grunde einfach richtig gemacht und es gibt kein Drama, es gibt kein Problem. Praktisch. Sie hat praktisch sozusagen das Bewässerungssystem geschaffen, ihre Macht oben reingesteckt und wirklich völlig losgelassen. Und jetzt praktisch ist die Macht gut verteilt und alles funktioniert wunderbar. Eine andere Geschichte ist eine Non-Profit hier auch, auch in den USA. Die haben, da hat die Gründer waren ein Ehepaar. Sie hat praktisch mehr Operations übernommen und er hat mehr im Programm gearbeitet. Und die haben das alles selber oder mehr oder weniger selber eingeführt. Praktisch eine Selbstimplementierung klang auch alles ganz gut. Aber dann kamen sie zu mir und haben gesagt, Ted, wir haben ein Problem. Wir lassen uns scheiden. Und wir möchten gern das System, praktisch die Kreisstruktur so umbauen, dass wir niemals im gleichen Raum sein müssen.
Ja, ich habe auch gelacht, als ich es gelesen habe. Das meint ihr nicht völlig im Ernst, oder? Weil die fragt praktisch die Kreisleitung jeweils von den größten Kreisen. Was ich aber gut fand, ist, dass sie es praktisch beide, das hat mich immer in die Geschichte von dem praktisch König Salomon mit dem Baby, wisst ihr alle, was ich meine? Praktisch, die sich streiten, wessen Baby es ist, und dann praktisch König Salomon, ich erzähle die Geschichte besser, sagt praktisch, ja, sehr gute Lösung, wir schneiden einfach das Baby in der Mitte durch, jeder kriegt die Hälfte. Und eine Streitpartei sagt, okay, und die andere Streitpartei sagt, nee, nee, lieber nimmt die andere Frau das Baby, anstatt dass es durchgeschnitten wird. Und so hat König Salomon herausgefunden, wessen Baby es ist. Und genau so praktisch beide hängen sehr an ihrem Baby, an der Organisation, die sie da geschaffen haben. Und deswegen sind sie beide sehr motiviert, dass da nichts geteilt oder durchgeschnitten wird. Und deswegen sind sie beide ganz gut dabei, die Macht wirklich zu teilen, sodass das Ganze ja nicht auseinanderfällt. Okay. Noch eine Geschichte. Wieder eine Gründerin von einer Non-Profit von 15 Leuten oder so. Und wir waren im Pilotphase von dem Projekt. Und eine Sache, die ich gemacht habe, ist, ich habe geholfen, die offene Wahl zu halten, um die drei großen Kreise praktisch mit Leitung zu versehen. Und die Gründerin war im Raum, ist praktisch eine der Leute dort, das war auch alles wunderbar. Und die hatte auch zum Beispiel Soziokratie in höchsten Tönen gelobt. Das heißt, er hat das Gefühl von, oh, wow, hier, na, wir haben es jetzt praktisch geschafft. Die Gründerin hat offiziell ihren Segen gegeben und scheint es auch wirklich ernst zu meinen, das funktioniert alles wunderbar. Aber dann hat sie einen Einwand vorgebracht. Bei einer der Wahlen, praktisch eine Kandidatin, hat sie gesagt, nee, ich gebe nicht meinen Consent. Und ich fragte, okay, was denn los? Sag mal mehr dazu. Ja, nee, das will sie nicht sagen. Sonja lacht immer bei diesen Geschichten. Das sind immer die ganzen Klassiker. Und ich so, oh, was ist denn jetzt los? Aber sie hat insistiert, dass sie das jetzt nicht sagen kann. Wie sehen wir das zum Thema Macht? Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, deswegen, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, der Rest wird uns am Warm laufen. Aber was würdet ihr als Kommentare sagen, wenn ihr das praktisch unter der Linse, sagt man das so, von Macht anschaut? Sonja, ja genau, ich wollte Sonja hören, dann Karina. Also letztendlich nimmt sie sich die Macht gegen das System, wozu man ein Commitment hat, wie die Spielregeln sind, sich sozusagen aufzulehnen. Und das würde sie, wenn sie eine andere Rolle hätte, wahrscheinlich nicht tun. Und das ist dann doch nochmal wieder ein Schritt in ihre alte Rolle. Und das ist natürlich mit dem Auftrag, den man dann hat als Moderation, ein bisschen Teppich unter den Füßen wegziehen. So. Ich glaube, ja, da muss man nochmal klären, was will sie jetzt wirklich, wirklich. Ja, genauso habe ich mich auch gefühlt. Danke, Carina. Ja, also ich habe auch gedacht, es hat was mit Power Over zu tun, also zu viel Macht nehmen, also zu entscheiden, so wie Sonja das schon gesagt hat, wie gelten, also welche Regeln gelten hier? Wer darf wen wie ablehnen, mit Begründung, ohne Begründung, wie auch immer? Das ist ja eine Spielregel, die da festgelegt ist und die hat sie dominiert. Machen wir mal Anne und dann Heinz. Ich hätte fast gedacht, dass sie ein Stück auch Macht unter, weil sie halt nicht in die Selbstverantwortung geht, wenn sie meint, sie kann jetzt hier dann nichts sagen dazu. Dann ist es ja ein Stück weit irgendwie, sie geht ja nicht in ihre Macht, in die Selbstmacht, die sie hat, sondern eigentlich geht sie ein Stück weit zurück und sagt, oh, ich bin in die Opferhaltung irgendwie. Deswegen ein spannendes Beispiel jetzt, weil die anderen Macht übergesagt haben. Ja. Ja, und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, die treten beide oft zusammen auf. Und manchmal ist es schwer sogar zu unterscheiden, was es jetzt ist, weil sich ja oft die Person, die praktisch überschreitet, oft als Opfer wahrnimmt. Weil die das jetzt halt machen muss, weil das halt jetzt erfordert ist. Und man nimmt ja praktisch, aus ihrer Sicht hätte sie jetzt vielleicht gedacht, alles ah, ist ja doof, jetzt ist es irgendwie, jetzt muss ich da jetzt die Blöde sein, die da jetzt den Einwand vorbringt, weil es niemand anders machen wird.
So hat sie es, glaube ich, gedacht. Das heißt, sie hat sich als Opfer gesehen. Ja. Aber Moment, was war jetzt noch Heinz? Ja, ich wollte was Provokantes sagen. Natürlich hättest du dann sagen können, tut mir leid, aber als Moderator kann ich deinen Einwand nicht gelten lassen, wenn du ihn nicht benennen kannst. Dann bist zwar den Auftrag los, aber du hast es durchgehalten. Ja, und ich wusste nicht so ganz genau, ich wusste nicht genug darüber, was da jetzt Sache ist. Deswegen, was ich, wie die Geschichte weiterging, oder dass ihr so ein bisschen den Bogen hier noch hört, die Geschichte ging so weiter, dass ich dann praktisch ein One-on-One, praktisch ein Einzelgespräch mit der Gründerin gehabt habe und gesagt habe, okay, jetzt bin ich aber neugierig, was um alles in der Welt war denn da los? Warum? Was war denn der Einwand, den du da nicht öffentlich sagen konntest? Und das hat sie mir dann noch gesagt. Und dann habe ich auch mich mit der Person getroffen, gegen die der Einwand erhoben wurde, und habe mal versucht zu hören, was da ist. Mir ging es jetzt weniger um die Geschichte, sondern mehr wollte ich wollte rausspüren, ob die Gründerin wirklich losgelassen hatte oder nicht und was da praktisch die Sache war. Das Problem in dem Fall zu ihrer Verteidigung war, dass die Domäne praktisch dadurch, dass wir noch im Pilotprojekt waren, die Domäne praktisch von Leuten, die kurze Geschichte war, sie war im Grunde im Begriff, die Person zu feuern. Und das war aber, weil, und das ist ja ist immer die Ironie dabei, das ist, finde ich, kaum zu glauben, wie ironisch das alles ist. Die Organisation war sehr erpicht darauf, dass sie praktisch noch praktisch die Machtbefugnis hat, Leute zu feuern, weil sich niemand die Finger schmutzig machen wollte. Das heißt, sie haben gesagt, ah, wir teilen alles, alle sind gleichberechtigt, oh, es sei denn, jemand muss gefeuert werden, dann muss die Gründerin herhalten. Das heißt, aus ihrer Sicht musste sie, genauso wie ich gesagt habe, da jetzt praktisch die Rolle spielen und sagen, ja, macht jetzt keinen Sinn, die zu wählen, weil die gerade gefeuert wird, aber das weiß noch niemand und deswegen kann ich es gerade nicht sagen. Deswegen kann ich total gut verstehen, wie sie gehandelt hat. Und es war im Grunde wieder ein systemisches Problem, wo praktisch Macht von den anderen nicht angenommen wird, wollten praktisch die Verantwortung nicht haben, deswegen haben sie es auf die geschoben und so wurde das alles unendlich kompliziert. Und es hat sich dann halt in dem Moment, ist es halt alles kulminiert. Ja. Aber das war für mich komplett praktisch unter der Oberfläche. Ich hatte keine Möglichkeit, das zu wissen. Deswegen kam es ziemlich aus dem heiteren Himmel für mich. Genau, okay, nette Geschichte. Machen wir noch eine andere Geschichte. Na, die ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich erzähle es euch nur, aber wir nur einfach aus Spaß. Weil, wie gesagt, ich finde es so nett, die praktisch, das sind alles irgendwie die Geschichten von Menschen und Mitmenschen. Da denkst du, wow, es ist einfach irgendwie Menschheit überall. Eine Foundation in den USA. In England. Ist praktisch jemand das Familieneinkommen, Familienvermögen, dass da jetzt praktisch in der Foundation ausgegeben wird. Das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Situation praktisch, weil praktisch der Geldgeber von dem Ganzen will natürlich involviert sein, aber ist ihm ganz wichtig, dass das Ganze irgendwie partizipativ gemacht wird und so weiter. Und ich habe mit den zwei anderen Leuten gesprochen, die praktisch in der Organisation operativ unterwegs sind und die haben sich beschwert, dass er praktisch als Link ganz oft nicht in den General Circle kommt. Der taucht halt einfach nicht auf. Weil es ihm irgendwie das ganze Klein-Klein, praktisch ist ihm zu doof, der will sich da eigentlich nicht um die Details kümmern. Aber dadurch, dass er praktisch nicht auftaucht, sind praktisch alle paralysiert, weil sie jetzt nicht wissen, okay, ist er jetzt praktisch mit uns oder nicht? Können wir das jetzt entscheiden oder nicht? Praktisch dadurch, dass er seine Macht nicht spielt, nicht ausspielt praktisch oder nicht wahrnimmt, hat praktisch niemand die Macht. Das ist genau das, ja. Und praktisch der Geldgeber würde wahrscheinlich auch sagen, dass die anderen praktisch ihre Macht nicht wahrnehmen. Weil wenn er nicht da ist, dann können die ja machen. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Ja, das ist genauso wie mit dem Staffellauf. Er hat praktisch einfach nur in die Runde geschmissen, aber nicht dafür gesorgt, wirklich, dass es irgendwo ankommt. Und nicht auftauchen ist nicht genug. Die Macht nicht wahrnehmen ist nicht genug, um die Macht zu transferieren.
Oh, ich habe so viele andere Geschichten. Oh, eine sehr, sehr nette Geschichte noch, weil es ist auch wieder eine sehr, sehr typische Geschichte. Und dann lasse ich es gut sein mit Geschichten und dann können wir noch schauen, ob es Kommentare gibt. Eine Gemeinschaft hier in den USA. Sehr spirituelle Gemeinschaft. Sehr von zwei, praktisch von den zwei Gründern, ein Ehepaar wieder, sehr von denen zusammengehalten. Jetzt ist aber, glaube ich, vor ein paar Jahren von dem Gründungspaar, er ist verunglückt und gestorben. Und die Gründerin war praktisch immer, praktisch alle haben zu ihm aufgeschaut. Okay, das heißt, er war im Grunde der Gründer und sie hat ihm praktisch geholfen. Jetzt ist aber er weg, jetzt ist praktisch sie da. Und sie sagt, ich will nicht praktisch hier die schillernde Persönlichkeit sein, das liegt mir nicht. In Gesprächen mit denen dann, was ich gemerkt habe, war, dass sie praktisch oft gesagt hat, was er jetzt gedacht hätte. Das heißt, im Grunde hatten wir eine Gründerpersönlichkeit im Raum, die tot war, mit der wir nicht sprechen konnten. Und sie hatte praktisch, ihre Loyalität war praktisch dort, aber dagegen konnte man nichts tun, weil mit der Person kann man nicht interagieren, weil es praktisch nur ihre Loyalität ist. Das heißt, die ganze Organisation ist komplett festgefahren, weil niemand raten kann, was er gesagt hätte. Und das ist das Einzige, was zählt. Was hätte er gesagt? Soziokratie einführen oder nicht? Komplett Schachmatt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich mit denen machen soll, ehrlich gesagt, weil es ist Schachmatt. Ich kann mich nicht mit, meine einzige Hoffnung ist, dass irgendjemand irgendwie ihr einreden kann, dass er wahrscheinlich Soziokratie gewollt hätte. Und dann ging es vielleicht irgendwie vorwärts. Aber bis das passiert, bleiben die noch so ein bisschen vor sich hin, glaube ich. Carina. Ich wollte gerade sagen, wenn sie sozusagen die Deutungshoheit hat, so nach dem Motto, was hätte er wahrscheinlich gesagt? Und sie ist quasi die Übersetzerin aus dem Jenseits oder zum Jenseits oder wie auch immer, dann könnte man ja sagen, ist alles gut. Oder? Ganz genau. Das ist, ja, genau. Das heißt, wenn sie ihre Macht annehmen würde, dann wäre es okay. Dann könnte sie sagen, hü oder hat, ja oder nein. Aber die Tatsache, dass sie sagt, praktisch, sie macht dieses Zwischending, ja, praktisch von. Ja, das kann ich jetzt nicht entscheiden, weil ich nicht wirklich weiß, was er gemacht hätte. Und ich will auch nicht die Person sein, die das jetzt entscheidet. Ich will, dass es ja von der Gemeinschaft gemeinsam entschieden wird. Praktisch auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite geht nichts voran, weil sie praktisch ihre Macht abgegeben hat an ihren verstorbenen Mann. Da ist die Macht. Und dadurch ist es jetzt praktisch eine unlösbare Situation. Das heißt, es ist praktisch wie das Staffelholz wurde an jemanden gegeben, der nicht mehr da ist. Und jetzt was? Was passiert jetzt? Genau, alles das, hier um das abzuschließen, mein Punkt hier, und dann könnt ihr gerne noch ein paar Kommentare hören. Mein ganzer Punkt ist, dass ich glaube, dass man gut beraten ist, wenn man praktisch Macht wirklich als fast wie ein Staffelholz sieht. Praktisch, das hat praktisch Substanz. Das ist tatsächlich etwas. Das ist nicht einfach nur was Abstraktes, weil Leute haben einen klaren Sinn dafür, praktisch, wo Legitimität herkommt. Und ob man Legitimität hat. Das heißt, man muss sich wirklich sehr aktiv darum kümmern, dass ein Staffelholz sowohl abgegeben als auch aufgenommen wird. Solange das nicht passiert, wie gesagt, sind alle Schachmatt. Und ich weiß, das ist sicherlich eine simplistische Theorie. Aber aus meiner Sicht kommt man sehr weit mit dem als Modell praktisch, sich anzuschauen von, okay, wer hat Macht und spielt sie nicht, wer hat Macht und nimmt sie nicht und so weiter. Wer hat Macht und übertritt sie. Ja, Maria, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Wenn sie, hier, ich lese nur laut vor für das Recording auf, sie muss ihre Rolle auch erst finden. Wenn sie die Rolle einnimmt, dann ist er wirklich tot und das will sie noch nicht. Das kann sehr gut sein. Trauerarbeit. Yep. Andere Kommentare? Oder Geschichten. Wir haben noch 5 Minuten, weil ihr jetzt gut darin seid, in den anderen Raum drüber zu wechseln. Eins. Vielleicht noch kurze Geschichte aus den
aus der Community, weil es gerade der Markus in seiner vorigen Präsentation auch angesprochen hat. Also das Beispiel, wenn Macht nicht ausgeübt wird, passiert in Gemeinschaften mitunter, wenn ein Arbeitskreis sich nicht traut, eine Entscheidung zu fällen, obwohl es in der Domäne wäre, weil ich weiß, dass ein oder anderer Nachbar mir dann böse ist, weil er das so nicht haben will. Also, und dann wird es in den nächsthöheren Kreis, also den Leitungskreis oder allgemeinen Kreis, delegiert. Und wenn der allgemeine Kreis nicht die Achtsamkeit hat, es wieder zurückzudelegieren, dann wird der Leitungskreis geflutet mit Entscheidungen, die der überhaupt nicht machen sollte. Also das ist auch, also ich erlebe das schon bei uns, dass es oft passiert, dass die Leute sich dann, wenn es unangenehm wird, eine Entscheidung zu fällen, dann lieber wieder nach oben delegieren, dann sind wir nicht die Bösen. Ja. Weiß nicht, ob ihr das in anderen Kontexten auch so kennt, aber ich kenne das ganz gut. Ja, total. Leute feuern oder andere unangenehme Entscheidungen treffen, all diese Sachen. Ja, das heißt, und was ich schön finde an dem, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist praktisch diese zwei Teile davon. Es gibt die offizielle Aufteilung von in den Domänen und das ist total wichtig. Ich glaube, es muss explizit sein. Aber dann ist praktisch auch der Mindset von, nur weil praktisch das uns jetzt gegeben wurde und sogar schwarz auf weiß, heißt das noch lange nicht, dass Leute auch so handeln und dann diese Entscheidungen treffen wollen. Das heißt, ja, beides muss zusammenkommen, damit es wirklich funktioniert. Anne hat gerade noch aufgezeigt. Habe ich nicht gesehen, Anne. Ja, genau, ich kann auch noch eine Geschichte aus unserem Hausprojekt, da hatten wir das auch mal, dass jemand sozusagen immer, hier ist nicht zum Plenum gekommen, also ja, bei uns heißt es noch Plenum, alte Struktur war es auch eine Machtgeschichte. Und ist ganz klar, weil sie kommt nicht und wir treffen Entscheidungen und danach kommt aber eine E-Mail, wieso, weshalb, warum ihr das und das nicht passt und nicht sozusagen ihrem Willen entspricht. Und aber zum nächsten Plenum kommt sie dann trotzdem nicht, weil sie sich ein Jahr lang abgemeldet hatte. Also das war auch eine krasse Machtsituation, die sich dann erst auch aufgelöst hat, als sie dann wieder zum Plenum gekommen ist. Und Peter, ich sehe da einen Kommentar. Ich glaube, meine Arbeitshypothese ist, dass natürlich dann die Soziokratie, der Anspruch der Soziokratie ist, dass man praktisch die informelle und die formelle Macht genau deckungsgleich kriegt. Dass die Entscheidungen so aufgeschrieben werden, die Domänen sind so aufgeschrieben, wie sie sind. Und alles, was entschieden wird, ist auch wirklich in den Domänen. Oder da beim Letzteren bin ich vielleicht ein bisschen laxer, weil ich an sich insgesamt dem in System anhänge, dass wenn es nicht aufgeschrieben ist, das heißt, dass, dann darfst du. Aber das ist eine philosophische Frage, wie man das sieht, wie man praktisch mit undefinierten Sachen umgeht. Ich meine, das klingt so, als wäre es sehr nützlich, mal zu mappen, wie schaut es jetzt aus, damit man das dann auch vergleichen kann. Ne? Und viele Beispiele von dir, Ted, klangen für mich so nach, ich falle zurück in alte Handlungsmuster. Ja. Also ich bin halt gewohnt, dass ich Instruktionen gebe und wenn, also ich, man braucht ja auch als Führungskraft dann vielleicht diesen Stopp, dass man sich zurückhält und sagt, na, das ist eine Entscheidung, die solltet ihr treffen. Das werde ich nicht für euch machen, diese Arbeit. Ja, genauso wie Heinz auch gesagt hat, dass man idealerweise solche Sachen zurückschickt und sagt, nee, tut mir leid, das ist jetzt vielleicht nicht so angenehm, aber das ist immer noch eure Entscheidung, wir nehmen es euch nicht ab. Ja, das ist schwierig, vor allem wenn es dann eben, wie du sagst, im alten System noch so war. Okay. Ich sehe die Kommentare, aber ich fürchte, wir müssen schließen, einfach nur zeitbedingt. Aber vielleicht können wir alle rüberhüpfen in den anderen Raum und dort noch weiter diskutieren. Oder ich würde ganz gerne den Kommentar von Reto sehen, praktisch das noch mehr auszufüllen. Aber ich glaube, ich schließe jetzt hier, um euch gerne noch Zeit zu lassen. Und dann sehen wir uns gleich im, praktisch nicht im Hauptraum, so wäre das, aber so funktioniert Zoom-Events nicht. Und dann gibt es auch gleich Kleingruppen, das heißt, ihr könnt dann kurz euch mit anderen austauschen.